Das Schlimme ist, ich glaube, wir alle müssen das zu den Risiken unseres Lebens dazu zählen. Und zwar es ganz natürlich aufnehmen, so wie wir Auto fahren und Unfälle in Kauf nehmen, so wie wir viele andere Lebensrisiken in Kauf nehmen. So absurd das klingt, aber ich befürchte, wir müssen, um unsere Lebensart zu erhalten, unser demokratisches Sein und so wie wir leben wollen, um nicht in Panik zu verfallen, um nicht sich zu Hause einzuschließen, um nicht demokratische Regeln auszusetzen. Ich glaube, wir alle müssen diese Gefahr als eines der vielen Risiken des Lebens für die nächste Zeit in unser Leben aufnehmen und damit leben. Das ist auch das, was Elmar Thewissen hier, unser Terrorismusexperte im Studio, was Sie ja auch immer wieder sagen. Dieser Terror, der wird ein Stück weit Alltag sein und der ist eben nicht nur in fernen Gebieten, sondern der ist auch hier in einem Nachbarland, in einer Stadt wie Paris, wo deutsche Touristen natürlich auch jederzeit gerne hinfahren. Ja, wir sehen es ja im Grunde genommen auch in anderen westlichen Demokratien, in denen solche Gefahren bestehen, zum Beispiel in den USA. Die Amokläufer, die da unterwegs sind, das sind meistens Einzeltäter, die sehr leicht an Waffen kommen und dann beispielsweise in einem Kino zuschlagen, wo sie auch ihre Opfer versammelt haben und damit großen Schaden viele Todesopfer verursachen. Das heißt, es kann passieren. Und da gibt es darin natürlich einen Schlüssel. Der ist zweierlei. Das eine ist die schnelle Verfügbarkeit von Waffen. Die darf es eigentlich nicht geben. Das heißt, man müsste viel intensiver vorgehen gegen diesen illegalen Waffenhandel, dass man an solche automatischen Waffen so einfach in Westeuropa herankommt. Die kann man teilweise übers Internet sogar bestellen. Da gibt es einen Bereich, ein Dark Web im Internet, wo man an solche Geräte, Kriegsgeräte auch herankommt. Wir haben ja auch hier in Deutschland erlebt, in den letzten Monaten und Jahren immer mal wieder Razzien, auch bei Rechtsextremisten beispielsweise, wo man große Waffenlager gefunden hat. Es ist offenbar viel zu einfach, an diese Waffen heranzukommen. Und das Zweite ist die Menschen, die dazu bereit sind. Es gibt zu viele, die offenbar bereit sind, solche Taten zu verüben. Und da hat man eigentlich in den letzten Jahren sehr fahrlässig gehandelt. Seit dem 11. September 2001 hat man sich im Vorgehen gegen Terrorismus sehr darauf konzentriert, mit polizeilichen Mitteln, mit nachrichtendienstlichen Mitteln, auch mit militärischen Mitteln vorzugehen, bis zu Drohnenangriffen beispielsweise. Man hat viel zu wenig sich darum gekümmert, zu verhindern, dass junge Leute bereit sind, da mitzumachen, also Deradikalisierungsprogramme aufzulegen. Das gibt es im Grunde genommen erst seit einem Jahr. Da hat man angefangen in Großbritannien, in Frankreich jetzt intensiv. Langsam fängt man auch in Deutschland an zu sehen, wo sind junge Leute innerhalb der Gesellschaft, die in Gefahr sind, den Extremisten auf den Leim zu gehen und dann vielleicht die Entschlossenheit entwickeln, auch Terrorattacken zu verüben. Da könnte und da müsste viel mehr getan werden.